Moin Leute und ein Hallo herzlich. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Carbon Design und geil, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um den BMW M4 neu. Ja, also der, um den die Drift-Settings geht es hier. Wie gesagt, dieses Auto geht an jemanden, der in der Verlosung teilgenommen hat, bei einem Event. Und heute wird auch das Auto übergeben. Ich muss dazu noch ein Video machen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt spontan Drift-Settings für den erstellt. Und die Drift-Settings will ich natürlich euch nicht vorenthalten. Und mache dazu schon mal ein Video. Dann reden wir mal nicht um den heißen Brei herum und gehen voll rein. Ups, aber nicht. Das, sondern in den richtigen. So. Wie gewöhnlich, den W16 immer drin, V12 könnt ihr machen. Ich, wie gesagt, ich weiß nie, wie das so funktioniert, bin ich ganz ehrlich. Touring bei Reifen ist immer sehr, 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 sehr wichtig. Ansonsten packt ihr alles rein wie gewohnt auch. Ups. Dann die Gearbox. Haltet kurz das. Oh shit. So. Finali ist richtig eingestellt, wenn ihr jetzt vor die Wand fahren wollt. Das ist perfekt. Ungefähr 5:00, wenn ihr vor die Wand fährt und eure Reifen runterfährt. Das ist extrem wichtig. Ohne vor der Wand fahren kriegt ihr die Reifen nicht runter. Und ohne die Reifen runter kriegt ihr euch euren Auto oder euren Wagen, dementsprechend den M4, nicht zum Driften. So, dann, wie heißt es, die Federung und ETC, Breite, auch nochmal, wie ist es eigentlich, Suspension, so, jetzt haben wir es, mashallah. So, und dann nochmal der Schwerpunkt, den Schwerpunkt habe ich so gelassen, wie er ist, ja. So, Leute, wie gesagt, meine Hand ist im Arsch, ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, wenn ich jetzt voll verkacken werde beim Driften. Wie gesagt, ich wünsche euch dennoch viel Spaß mit dem Video. Dann haut rein und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer Carbon Design. Ciao, ciao und viel Spaß.